könnte mich natürlich auch ganz frech in den Fahrrad stellen der Stelle. So, willkommen in Bad König, Home of the Odenwald-Therme. Schöne Bilder haben sie da hingehängt. Bad König ist, wie der Name schon sagt und vermuten lässt, ein Heilbad. Mit einer Therme. Die gucken wir uns heute nicht an. Aber wir gucken uns mal das Schloss an. Und also das neue Schloss, das alte Schloss und die Rentmeisterei. Und was man noch so alles findet. Und wir gehen auch mal in den Kurpark. Denn wie sich das für eine ordentliche Kurstadt gehört, hat natürlich auch Bad König einen Kurpark. Und am Ortseingang eine schöne Villa, die die Asklepios-Klinik für sich vereinnahmt hat. So derle. Und wenn wir jetzt hier zu Bad König reinfahren und dann kann man schon den Charme einer ehemaligen Bäderkulturstadt so ein bisschen erkennen, weil hier fährt man rein. Und da hat es dann sofort ein paar Geschäfte, vor allen Dingen die Spaßkasse. Aber das hat hier schon so Badkultur-Flair oder wie man das nennt. So, jetzt fahren wir hier links in die Innenstadt mit einem kurzen Blick auf den historischen Brunnen, der hier rumsteht und kein Trinkwasser beherbergt. Hier wird man sogar von der Radfahrer überholt. Als verantwortungsbewusster Motorradfahrer, der sich durch eine Kurstadt bewegt. Hier gibt es natürlich, wie so oft im Odenwald, schöne Fachwerkhäuser. Mit so schönen schmiedeeisernen Schildchen. Und mit Sicherheit auch kein Parkplatz. Aber das sehen wir gleich. So, was haben wir hier? Verkehrsführung geändert. Behindertenparkplatz, Schweineschnitzel ist Kilo 7,99. Noch ein Behindertenparkplatz. 8 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen. Darf ich mich ja hinstellen. Parkverbot 8 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen. Heute weder Sonntag noch Feiertag. Darf ich mich da hinstellen, wenn ich es richtig sehe. So derle. So, also von links nach rechts Rentmeisterei. Schloss. Noch ein Schloss. So, das war also der Schlossplatz in Bad König. Jetzt gucke ich mal, ob ich den, den Kurpark auf Anhieb finde. Respektive auf dem schnellsten Weg.
Aber da hängen ja auch Schilder Altstadt, Schwimmbad, Kurpark geradeaus, okay. So, wie gesagt, zu Kurzeiten war dann hier schon mal eher was los, aber mittlerweile ist halt auch hier tot. Das Eiscafé. Idiot. Das Café Bistro Kaffeekensche ist auch recht nett. Für Rentner. Nee, natürlich für jeden. So, also Kurpark. Gucken wir mal, ob uns da einer rüber lässt. Du Blödkuh. So. Früher sind wir immer hier rumgeguckt zum Handball. Dahin ist nämlich auch die Sporthalle. Und haben hier in Bad Kölnig der allerwerteste aufgerissen gekriegt. Hier hin ist übrigens das Café Kenscher. Da geht es über so einen Fluss drüber weg mit so einer Brücke. Das ist recht nett. Aber da hockt man halt jetzt auch in der prallen Sonne. Wir gucken uns jetzt mal diesen Kurpark an. Beziehungsweise ein Teil davon. Und gucken mal, ob die Restauration dort geöffnet hat. Direkt am Kurpark ist ein Grieche. Da kann man, wenn man Glück hat, draußen auf der Terrasse sitzen und aufs Wasser gucken. Das ist dann auch so ein besserer Grieche. Jetzt muss ich, glaube ich, links. Oder? So, jetzt haben wir es aber. Geradeaus geht's zum Klassiker Festival Event Location Platz und rechts rum in die öffentliche WC-Minigolfanlage. Das finde ich auch eine sehr interessante Bezeichnung. Eine WC-Minigolfanlage. Das heißt also, da kann man auf dem Klo Minigolf spielen oder keine Ahnung. Öffentliche WC-Minigolfanlage. So, jetzt müssen wir hier mal aufpassen, wo wir hier sind. Hier ist das Dingsterbums da. Da ist der Spielplatz. Da kann man sich hinsetzen. Da kann man sich hinstellen. Da ist der See. Und da ist der Grieche. So, wie machen wir das jetzt am ungeschicktesten? Mal gucken, ob sich das mit dem Klapphelm so bewährt. Dann mach ich jetzt hier mal kurz so ein bisschen DJI und dann gehen wir da vorne einen Kaffee trinken oder Cola oder sowas. Wenn der Bock hier stehen bleibt. So, das war also der Kurpark von Bad Kölnig.
linker Hand ist die Sporthalle. Und hier ist das Freibad. So. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das ist jetzt auch nicht so was, wo man jetzt so unbedingt hin muss. Ja. Aber man kann, wenn man hier in der Gegend ist, ruhig mal vorbeifahren, kann sich mal das Schloss angucken. Da ist hinten drin auch ein Schlosspark und ein Amphitheater. Wenn hier die ollen Römer zugange sind, hier finden normalerweise so Römerfestspiele, Römertage statt. Dann gibt es in diesem Amphitheater immer auch so Gladiatorenkämpfe. Das ist ganz interessant. Die kloppen sich dann mit Holzschwerter. Witzigster Satz, als ich da mal dabei war, ist, oder war, aua, ist ein Arzt anwesend? Bleibt halt nicht aus, wenn man Gladiatorenkämpfe simuliert. So, also, das war Bad König, Kurort im Odenwald, Home of the Odenwald-Therme. Da kann man auch mal hin. So wirklich spektakulär ist es nicht, aber mal so für einen Nachmittag. Da kann man dann auch raus ins Freie schwimmen und es gibt Sauna und Salzgrotte und ja, was halt in so eine Therme alles gibt. Da, in diesem Sinne, wir singen.